Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu dem großen Preis von Großbritannien mit dem Virus. Hallo, ja, servus, grüezi und hallo, willkommen ja im Ausland. Genau, in Großbritannien sind wir jetzt, aber dann wollen wir auch direkt mal starten. Bin mal gespannt, was das für eine Strecke ist. Was da unten, eine der traditionsreichsten Strecken der Formel 1, das muss natürlich dann laufen. Jo, nehmen wir so. Na, hier bei der Strecke bin ich mir noch nicht so im Klaren über das Auto-Setup, ob man lieber so lässt oder ob man was ändert. Mal gucken. Wir haben ja jetzt im Training genug Zeit, das rauszufinden. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Und Wetterfee, was sagt das Wetter? Training trocken. Soweit schon mal gut. Qualifying, ey. Qualified 3 Tropfen Regen, das heißt, es regnet wie aus Eimern. 3 Tropfen nur, das geht ja noch, ne? Kann man ja trotzdem mit Weißen fahren. Jetzt kann er Scherze machen, gleich nicht mehr nachher. Und rennt dann wieder trocken. Dann dürfen wir bestimmt nachher mit den Wets fahren, also mit den ganz dicken Regenreifen. Na, so, wollen wir doch mal raus. Ja, komm, fahr. Also jetzt juckt's mich im rechten Ohr. Das ist doch grausam, ey. Ja, man merkt, wenig Gummiabrieb auf der Strecke, da rutscht man noch so ein bisschen rum hier. Was für Kurven, Alter. Ja, das Problem, wenn man. Hier kannst du das Schwein ja richtig treten, Alter. Das ist ja. Ey, da muss ich auch erstmal dran gewöhnen, ey. Naja, hier unten der zweite Sektor, da kann man echt gut. Ja. Außer natürlich, wenn man falsch in die Kurve geht, wie ich gerade. Also es gibt manche Länder, die haben echt eine schöne Strecke zum Pezen. Man muss nur echt aufpassen, wie man in den schnellen Abschnitt reingeht. Wenn man da die Kurve versaut, dann ist vorbei. Oh, Red Bull vor mir, das kann ja wieder lustig werden. Das ist ja Hamiltons Heimstrecke, bin mal gespannt, was der dann so macht. Ist ja bestimmt schnell unterwegs. So, wollen wir noch mal gucken, was so eine. Oh, das Ding, das zieht, Alter! Krasses Pferd, ey. Oh, Alter. Heftig, heftig, heftig das Pferd. Du kannst ja voll drauflatschen hier, Mann. Da musst du dich auch was dran gewöhnen, ey. Ja, das ist halt eine Mischung aus Kurven, kurvigen Teil und eine Mischung aus dem schnellen Teil, ne? Ja, dann wird das hier so eine 13-Runden-Strecke sein, ungefähr. Oh! Dann
Magnus, dann bremst schon aus. Also, den habe ich jetzt ausgebremst, dann habe ich wenigstens mein A jetzt immer hier. Ey, ja. Ich habe nur 1,34. Ui. Ja, mal gucken, was die Zeit wert. Es ist sowieso egal, weil wenn es im Qualifying schütten riecht, schüttet wie sonst was, dann ist sowieso Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Deswegen jetzt noch mal mit den schnellen Reifen noch mal eine Runde fahren und dann mal gucken. Oh Mann! Alter, fährst echt am Limit, ey. Ja, ich hab hier rot, Alter. Das wird keine bessere Zeit, ey. Wenn ich das ausreize, dann gehe ich baden. Da habe ich auch keinen Bock drauf. No. Da war doch Rasen die Boxengasse. Ja, ne? Ich will auch immer mal ankommen hier. Sonst ist das ganze Rennen vorbei, bevor du überhaupt in der Boxengasse angekommen bist. Aber da wirst du ziemlich früh ausgebremst, ey. Krass. Okay, okay. Ja, ich werde es ja jetzt sehen. Mal gucken. Hier ist die Einfahrt. Alles klar. Mal gucken, wo das Schild ist. Ach, hier ist schon das Schild. What the fuck? Fährst ja Ewigkeiten mit 60 hier rum. Oh, die Box, die braucht Zeit. Alter Verwalter. Okay, da muss man viel Zeit für einen Boxenstopp einrechnen, alter Verwalter. Hoho. Gucken wir uns mal die Zeit. Na guck. Ah ja, auch guck mal, der Stappen 1,37, Magnussen 1,42. Der Camillo der schnellste bis jetzt, danach komm ich. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 36,6. Ja, wenn es so bleibt, wie gesagt, das hat eh noch nichts zu sagen, weil gleich im Qualifying, da ist sowieso dann wieder ganz anders. Jo, ich glaube nicht, dass ich nochmal rausfahre, mir reicht das jetzt gerade, das ist besser, kriege ich das sowieso nicht hin. Okay. Und weil, wenn ich meine, ich würde da besser machen, aber du bist gar nicht draußen, guck mal, sind über 10 von 20 Autos draußen, nee, da gebe ich mir nicht. Nee. Ja gut, okay, dann lassen wir es jetzt bei dem, bei der Zeit, wie es jetzt ist. Und dann ist gut. Naja, klar, weil das hat ja mit dem Rennen dann sowieso nichts zu tun, dann brauchen wir jetzt ja auch nicht hier noch groß rumheizen. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im Regen. Tschüssi. Ja, wir sehen uns auf dem Qualifying. Ciao mit V.